Also willkommen zum zweiten Vortrag heute beim 32. Treffen über vom Curry Club. Nachdem es eben um Logik geht, geht es jetzt um Logik. Ich freue mich. Ja. So, das ist eigentlich ein Howard Club. Eigentlich schon, ja. Schön. Dieses Semester gibt es zwei Vorlesungen an der Uni Augsburg Mathematik, die sehr viel Logik am Anfang gemacht haben, Kategorientheorie und Logikvorlesung von Ingo. Und Max Vorlesung haben wir am Anfang gemacht, erstmal Einführung in Logik und ZSC Mengentheorie. Und ich bin da drin gehockt und habe mir gedacht, ja, wenn jetzt die Übungsaufgaben sind, dann, und wir haben hier so schön diese Axiome, und dann wird doch auf den Abgaben nicht verlangt, dass wir wirklich die Axiome wirklich anwenden und jeden einzelnen Schritt aus den Axiomen herleiten. Und dann hat der innere Makarios in mir gesagt, das war eigentlich doof. Die Mathematiker können doch überhaupt nichts gescheit, selbst wenn sie vorgeben, sie würden jetzt total formal Logik machen, machen sie es eigentlich nicht. Ich mache das jetzt mal wirklich richtig und ich gebe meine Übungsaufgaben formalisiert ab, und zwar jeden einzelnen Teilschritt formalisiert. Kurze Anmerkung, Tim hat noch keine Übungsaufgaben. Also das ist der Vorsatz. Vorsatz ist, dass ich... Die Aufgaben sind im Hilbert-Kalkül zu schließen. Das sind die Übungsaufgaben. Das Hilbert-Kalkül ist unsere Grundlage von Logik, die in der Vorlesung präsentiert wurde. Okay, damit soll verhindert werden, dass man formale Aufgaben macht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also kurz mal, um das vorzustellen. Okay. Hilbert-System, dort hat man viele Axiome, beziehungsweise genauer Axiomen-Schemata, weil es gibt im Hilbert-Kalkül, dort kann man nicht kann nicht einquantifizieren über Aussagen, sondern also man kann nicht sagen, für jede Aussage phi gilt, phi impliziert phi. Also das insgesamt, dieser Satz, ist keine Aussage im Hilbert-System, sondern man weiß nur extern, für jede Aussage phi extern gilt im Hilbert-System phi impliziert phi. Und deswegen ist das ein Axiomenschema, weil es eben dieses Axiom gibt für jede Aussage phi, die man sich ausdenken kann. Und da gibt es jetzt diese Axiome, phi impliziert phi. Also alle Phis, die man hinschreiben kann. Jede, ja. Die syntaktisch korrekt sind. Mhm. Für jede phi und psi gibt es phi impliziert psi impliziert phi. Und dann dieses dritte Axiomenschema. Dieses vierte ist, wenn ich eine Aussage Psi impliziert Psi beweisen möchte, dann kann ich auch die Kontraposition beweisen, nicht Psi impliziert nicht Psi. Und dann genauso gut. Behauptet Hilbert, sagt, das ist genauso gut. Klassische Aussagenlogik. Genau, das ist, hier kommt klassische Logik rein. Es gibt dann noch Alternativen für Axiom 4, falls man intuitionistisch drauf ist oder sogar minimal drauf ist. Dann gibt es Axiome für den Allquantor. Wenn ich eine Aussage habe, für alle x gilt phi, dann weiß ich auch, phi gilt, und dann ersetze ich x durch irgendeinen speziellen Term t. Wenn ich weiß, für alle x gilt phi impliziert psi, dann weiß ich auch, dass für alle x phi impliziert für alle x psi. Und wenn ich eine Aussage habe, phi, und die beinhaltet keine freie Variable x, dann weiß ich auch, dass für alle x gilt phi. Weil phi hängt halt nicht von x ab. Aber Moment mal, langsam. Also dieser kleine Pfeil ist ja die Implikation in deiner Sprache, gell? Ja.
oder hast du das falsch vorgelesen? Du weißt diese Implikation. Ja. Und du hast es vorgelesen, als würde man aus dem einen das andere kommen, oder? Okay, würde man das also richtig machen? Du meinst quasi, dass du den Turnstile. Genau, also du hast natürlich das Schließen erklärt und musst sozusagen aber hier Hilbert erklären. Und das ist ja so fies da in dem Ganzen. Ja. Also bei Hilbert ich hast würde du dann vielleicht sagen, Formel. Für alle Aussagen Phi und alle Terme T weiß ich, für alle X Phi impliziert die Aussage Phi, wobei X ersetzt es durch T. Das richtig? Genau, genau. Also das impliziert innerhalb der Sprache. Also ja. Du weißt, diese Implikation. Ja, das ist schwierig vorzulesen. Gedanklich hast du natürlich das Schließen gemacht. Und das natürliche Schließen ist natürlich und das Hilbertsche Schließen ist nicht natürlich. Ja, man muss da immer also total aufpassen, was ist jetzt extern und was ist intern. Genau, also, genau. Was ist in der Metasprache und was ist intern. Deswegen will ich das jetzt auch gar nicht mehr weiter vorlesen. Ich hoffe, dass so die anschauliche Interpretation von diesen beiden Axiomen sind klar. Ich möchte die anschauliche Interpretation geben, weil da kann ich nicht so viel falsch machen. Jede Variable, jeder Term ist gleich sich selber. Und wenn ich weiß, dass zwei Sachen gleich sind, dann kann ich die auch ersetzen in einer Formel. Das hast du schon wieder natürlich gesagt. Also du weißt diese Implikation und die ist auch noch gecurried. Also wir haben eine geschlossene Form der Substitutionsregel, die ist aber keine Regel, sondern ein geschlossenes Axiom als Implikation geschrieben. Also man muss da ständig, also man muss so mit sich die Hände hinterm Rücken zusammenbinden bei dem Ganzen. Hilbert, ja, gut, aber ich müsste dich auch unterbrechen. Und dann gibt es da noch Erweiterungen von der Sprache, um einen Existenzkontor. Es gibt Konjunktion, Disjunktion. Und das sind dann die grundlegenden Regeln von First Order Logic. Und dann kann man da noch dazu weitere Axiome nehmen, um dann vielleicht die Theorie von den reellen Zahlen zu bekommen oder rationalen Zahlen, natürlichen Zahlen. Reelle vielleicht nicht so ganz, das ist nicht so einfach. Oder auch dann Mengentheorie zu bekommen. Okay, kann man nochmal zurückgehen, das geht mal zu schnell. Wenn die sagen Axioms, und haben die irgendwo eine Schlussregel, sagen die irgendwo, wie man sie schließt. Habe ich vergessen. Es gibt eine Schlussregel, Modus Pone. Wenn du weißt, Phi, und du weißt, Phi impliziert Psi, dann erweist du auch Psi. Das ist die Schlussregel. Das ist die Applikation. Wenn wir den kleinen Pfeil uns als Funktionspfeil vorstellen, ist es die Funktionsapplikation. Ja. Steht hier Modus Pone? Das muss sein. Könntest du stören, echt gut. Könntest du. Hier steht es. Aber also hier wenn ist man, hier doch vorne meine Ahnung. Also wenn man hat einen Beweis von P impliziert Q und man hat einen Beweis von P, dann hat man auch einen Beweis von Q. Und hier steht, manche nehmen hier auch noch die Generalisierung als so eine Schlussregel. Das heißt, wenn ich eine Aussage habe, dann bekomme ich die Aussage auch, kann ich da für Quantor davor vorschreiben. Und dann bekomme ich auch noch eine gültige Aussage. So. Derzeit, ich habe auch die letzten Wochen, Monate in diesem Buch gelesen, ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, Handbook of Practical Logic and Automated Reasoning. Da wird erklärt, Grundbegriffe von First Order Logic und Algorithmen, wie man First Order Logic
semi-entscheiden kann. Also wenn ich eine Aussage habe, wie kann ich beweisen, dass sie gültig ist? Weil sie gültig ist, weil sie nicht gültig ist, dann wird mein Computerprogramm vielleicht ewig laufen. Und hier gibt es auch ein Kapitel zu Interactive Peer Improving. Und hier wird ein Beweisassistent entwickelt im LCF-Style. Und das wollte ich jetzt auch mal nachimplementieren. Und deswegen habe ich dieses Projekt angefangen. Set Peer Improver ist auf GitHub. Und ich stelle jetzt dieses Projekt vor und wie dieser LCF-Style aussieht bei Theorembeweisern. Es gibt hier ein paar Core-Module. Die wichtigsten hier sind Syntax und Axioms. In Syntax steht, wie sind die Formeln in meiner Logik aufgebaut. Es gibt hier einen großen Datentyp Formula. Und zwar gibt es hier die Implikation. Eine Formel phi impliziert psi. Es gibt Konjunktion, Disjunktion, Negation, Gleichheit zwischen zwei Termen. Das ist ein weiterer Datentyp. Es gibt Altquantifikation und Existential Quantification. Und weil ich hier Mengentheorie machen möchte, gibt es hier außerdem einen Ausdruck, ein Term ist Element von einem anderen Term. Und das letzte ist, manchmal möchte man selber noch ein paar logische logische Konjunktionen oder solche Connectives einführen. Und da ist es dann schön, wenn die etwas anders dargestellt werden, nicht als die volle Formel, weil dort sieht man dann nicht mehr die Bedeutung. Also man möchte vielleicht dann formulieren, für alle Elemente in einer Menge x gilt Folgendes. Und dann möchte man das nicht voll ausgeschrieben haben, sondern vielleicht für alle x Element, Menge, Doppelpunkt, so wie man das in der Mathematik geben möchte. Deswegen gibt es hier die Möglichkeit, dass man für eine bestimmte Formel eine andere Funktion angeben kann, wie diese Formel geprintet werden soll. Was ist dieser Int-Parameter? Int ist die Präzedenz von dem Kontext, damit man Klammern setzen kann, okay, falls nötig. Okay. Ist das aus dem Buch, dieser Trick mit dem Apparat? Nein. Das ist selber. Habe ich mir selber ausgedacht. Also das heißt, semantisch ist dieses Abref nichts. Ist nicht ist, da. Ist einfach die hintere Formel, die wir ja, ist genau. Sie wird einfach anders gebildet. Okay. Ja. Und um das transparent zu machen, habe ich hier auch noch andere Patterns eingeführt. Zum Beispiel hier ein Pattern für Implikation, was auch schöner ist, weil man will ja nicht implies schreiben, sondern man will einen schönen Operator infix verwenden. Und dieses Pattern, wenn man dieses Pattern matcht, dann tut man erstmal alle diese Abrefs wegschmeißen davor. Mhm. Und dann wird erst gematcht auf diesen Implies-Konstruktor. Mhm. So funktioniert das. Und langsam, was kannst du nochmal das Pattern zeigen? Das ist so schnell. Das Pattern. Also das konstruiert jetzt. Ja. Also ein Pattern-Synonym in Haskell besteht aus zwei Teilen. Einmal der Teil, mit dem man Werte erzeugen kann, mit diesem Pattern. Das ist diese untere Zeile. Wenn ich das hier konstruiere, das hier ist definiert durch die rechte Seite. Pattern ist ein Haskell-Konstrukt oder was? Ja. Ja, er definiert hier keine Pattern. Das ist eine Extension. Eine Haskell-Extension. Das ist sowas wie Unapply in Scala, ein Custom Unapply. Okay. Okay, also das gehört zu irgendeiner wilden Haskell-Extension, die man da oben reinklemmen muss und dann kannst du dir. Die sowas Extension machen. Heißt Pattern-Synonym. Ja. Und sie ist nicht so wild. Okay. Es ist nicht Kite in Kite.
Ja, es ist eine Art Metaprogrammierung. Du kannst also man kann vorgehen, dass der Datentyp, den man definiert hat, dass der andere Konstruktoren genau, hat. Also du machst Sichten auf dein Datentyp. Ja. Ja. Das sieht so aus wie diese Russell-Dot-Notation. Was ihr die kennt. Ja. Ah, das hier kann man so lesen. Strip Unwraps, das ist eine Funktion. Die geht hier eine Formel durch und immer wenn da ein Unwrap irgendwas gefunden wird, dann wird das eben weggeschmissen und nur noch die hintere Formel wird genommen. Aber da können wieder ein paar Unwraps drinstehen und deswegen werden die auch wieder weggeschmissen, bis man dann nur noch mit einer Formel dasteht, die nicht mit Unwrap beginnt. Dort ist das jetzt in dem F und dem G sämtliche Unwraps weggeworfen werden. Da wird es nur so weit, wie man braucht. Nee, nur so weit, wie man braucht, nur Top-Level. Nee, nicht so, wie du es programmiert hast, oder? Also, es nicht, geht nicht rekursiv. Nein, so wie du es programmiert hast. Nein, geht in Abref rein, aber nicht rekursiv. Ah, alles klar. Es geht in ein Abref. Du machst so lange, es geht in Abref, bis du weißt, was die oberste, was genau. Die oberste Konnektiv ist. Richtig. Ja, genauso bei VCAT Normal Form. Ja. Da tust du auch auswerten, bis du einen Konstruktor siehst. Ja, genau. Richtig, ja. Ja. Hier tust du wegschmeißen, bis du eine andere Formel siehst, die wirklich mit einem Honest to God Logical Connective daherkommt. Ja. Auch. So, hier oben, also dieses Pattern ist sich folgendermaßen. Ich nehme eine Formel, ich wende darauf die Funktion strip unwraps an und dann matche ich das Ergebnis mit implies fg. Und wenn das erfolgreich ist, dann binde ich die Variable. Und ich exportiere auch nur diese Pattern-Synonyme von als Pseudo-Konstruktoren von diesem Datentyp. Die echten Konstruktoren, die werden gar nicht exportiert. Ist dieses Pfeil nach rechts, was du da geschrieben hast, ist das dann Teil von Patterns Synonyms oder ist das nochmal View Patterns dann? Das war ein View Pattern, was ich. Das war nochmal ein View Pattern da drin. Was ich hier benutzt habe. Das hier. Okay. Also nur Patterns Synonyms würde dir das nicht geben, dass du das schon kannst. Ja. Über die Gleichheit von Formeln auch irgendwo? Bei der Gleichheit von Formeln muss ich auch berücksichtigen, dass es diese Abbreviations gibt. Und deswegen die werden wir auch weggestrippt. Allerdings, was hier auch noch vorkommt, ist Gleichheit von Termen. Und bei den Termen möchte ich auch immer noch solche Abbreviations einführen, die gibt es aber noch nicht. Und die Terme, die können auch Variablen beinhalten. Und die Gleichheit, die ist nicht bis auf Alpha-Äquivalenz. Also für alle x irgendeine Formel ist nicht gleich wie für alle y. Selbe Formel, aber mit Y statt X. Das werde ich vielleicht irgendwann noch ändern. Das ist in dem Buch so vorgegeben, gell? Das ist mir nicht klar. Also ich habe es ja nicht gelesen, weil mir das auch zu teuer ist, aber das ist ja von John Harrison das Buch und in dem Kapitel wird eine einfache Version von Holite beschrieben. Und in Holite gibt es keine Alpha-Konversion innerhalb der Termsprache. Das muss man dann beweisen. Also dieses für alle x und für alle y sind unterschiedliche Terme und man kann deren Gleichheit ableiten, aber die Terme sind unterschiedlich. Diese Äquivalenz kann man ableiten? Oder? Also man kann ja dann beweisen, da gibt es dann halt so eine Regel, mit der man das dann beweisen kann, aber die Terme als solche sind zunächst unterschiedlich, weil da einfach ein anderer Name drin steht. Also das wäre für mich zumindest plausibel von dem, also John Harrison macht das gern so, das muss man nicht machen, aber das macht er so. Man kann das machen. Man muss nicht die Alpha-Konvertibilität in die Termsprache einbauen. Es ist dann halt mehr Arbeit damit zu schließen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich
ich bin noch nicht so zufrieden mit dem, wie ich im Moment noch die Variablen manage, weil mit den Variablen und Ersetzungen, da gibt es ganz viele subtile Sachen, die man beachten muss. Und ich vermute sogar, dass so wie ich im Moment, man kann leider nicht einfach die Wikipedia-Seite aufmachen und die ganzen Axiome eins zu eins abschreiben. Das funktioniert nicht. Sondern man muss da immer beachten, wie sind die, und sich selbst überlegen, wie sind die Axiome genau gemeint, was muss ich bei dieser Ersetzung beachten, darf jetzt die Formel Phi, darf die folgende Variablen beinhalten. Das ist, und nur so die Hälfte dieser tricky Sachen stehen da dran. Insbesondere Ersetzung ist super schwierig, weil es gibt so Sachen wie, man muss aufpassen, dass wenn man einen Term ersetzt, eine Variable ersetzt durch einen Term, dass dann mögliche freie Variablen in diesem Term nicht gebunden werden, captured werden durch Quantoren. Und also im Moment sind bei mir Variablen, haben einfach, sind gegeben durch einen Namen. Das will ich vielleicht in Zukunft ändern, dass ich sowas verwende wie die Poem-Indizes. Aber im Moment ist das noch nicht. Also es kann gut sein, dass hier sogar meine Logik inkonsistent ist, dass ich da irgendwie Falschheit zeigen lässt. Ich werde da noch einmal über die Axiome drüber gehen und über die Ersetzung und auch nochmal ganz hart drüber nachdenken und dann hoffe ich, dass funktioniert. Da haben ja die Leute jahrzehntelang Fehler gemacht und es ist auch immer noch nicht endgültig gelöst, diese ganzen Probleme da. Das hatte, glaube ich, auch der Church sogar falsch gemacht. Ganz am Anfang haben die das falsch definiert. Und dann haben irgendwelche Leute gesagt, ach, das musst du anders definieren, damit was Sinnvolles rauskommt. Und du hast von der Korrektheit her und von der Performance her hast du dann einen Haufen Probleme beim Ganzen. Ja. Und da kann wahrscheinlich der Marc auch sehr viel zu sagen, weil aus der Lisp-Implementierungstradition oder Scheme-Implementierungstradition da eigene Lösungen kamen. Ja, über viele Jahrzehnte hat man da rumgeschraubt und die Endlösung ist da immer noch nicht in Sicht für das Ganze. Das ist alles, auch wenn du es effizient machen willst, wenn du riesige Terme ineinander substituieren willst und sowas, dann irgendwas reduzieren und so, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Viele Fehler in der Implementierung, wenn du dann da irgendwie statt den Strings für den Namen wahrnehmen, ist ein String bei dir oder ist das Text oder... Das hier? Was ist ein Warname eigentlich bei dir? Warname ist ein Typ-Synonym für String. String, okay. Und dann machen da Leute da, also bei De Bruyne sind ja dann da Integers. Und dann machen die natürlich meistens dann da Maschinenworte. Und das ist ja auch schnell falsch. Also dass das dann irgendwann überläuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mit den Freudelistis wirklich einen Überlauf provozieren kann in realen Situationen. Also ja, ich sage das deswegen, weil der Cogmailing-Liste vor 3 Jahren, glaube ich, mal irgendwas ging, also die hatten genau sowas. Die dann, also die hatten noch für die abstrakten Indizes hatten die einen Integer-Überlauf intern. Da gab es dann also dann ein schlechtes Beispiel. Bei Cog gab es doch mal das, dass man mit einem Datentyp mit 200 Texten kann man Falschheit zeigen, weil die da ein Byte verwendet haben, irgendwie den Konstruktor zu taggen. Also auch. Unterschied. Aber ich meine, so 32-Bit-Integer und 8-Bit-Tag für Konstruktor, das ist schon mal noch was anderes. Und ich meine, wenn du die Breuen-Indizes hast, der Größenordnung 65.000, dann hast du ganz andere Probleme auch noch. Du kannst ja auf einem konventionellen Rechner einen Term bauen, der müsst ihr mal machen. Also wie viel Gigabyte brauchst du, um Lambda-Term zu machen, wo das dann überläuft bei 32? Ja. Das ist nicht so viel. Also sind, ja. Naja. Mitte ist 65.000 oder so? Und das? Was bei 32 Bit? Ja. Das sind jetzt eher so 4 Milliarden. Eher so 4 Milliarden. Also hat man immer so, wenn sämtliche man Probleme der Informatik in der Darstellung von Termen mit gebundenen Variablen repräsentiert. Der John Harrison in seinem Buch, der ist da sehr altbacken, wenn ich mich recht erinnere, wo der einfach sagt, hier ist der konkrete Name und dann handhabt er das explizit und dann musst du halt einen Beweis machen, dass es dann das Gleiche ist oder dass das eine das andere überführbar ist. Ja, dann hat man vielleicht eine allquantifizierte Aussage für alle x, gilt so und so.
dann kann man die instanziieren mit x gleich y und dann kann man wieder ein Quantum davor schreiben und dann hat man für alle y bla 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 bewiesen. Also so könnte man das machen. Das würde auch bei mir funktionieren. Und es benutzt eben das gewissermaßen, denkt man sich, alle Aussagen sind allquantifiziert. Ach, jetzt verstehe ich, was das Def-Descript ist. Das ist einfach dieser, ja, nicht Hilbert-Choice, sondern der eindeutige Auswahl. Ja, der eindeutige. Das war auch noch zur Vorlesung erstmal falsch axiomatisiert, aber jetzt hoffentlich richtig. Wenn man hat in Mengentheorie Axiome, die garantieren einem, dass eine Menge mit bestimmten Eigenschaften existiert, dass also bestimmte Sachen sind Element von dieser Menge oder andere Sachen sind genau dann Element von dieser Menge, wenn irgendwas anderes gilt. Und das stellt einem die eindeutige Existenz von gewissen Sachen, also Mengen, sicher. Und wenn man dann genau eine Menge gibt, die leer ist. Wenn man dann reden möchte über die Menge, die irgendeine Formel erfüllt, zum Beispiel könnte die Formel ausdrücken, die Menge ist leer oder die Menge ist die Vereinigung von zwei anderen Mengen oder der Schnitt oder was weiß ich, dann kann man diese Menge bezeichnen mit diesem definitiven Deskriptor. Man schreibt dort einen Variablennamen rein, x, und dann gibt man eine Formel an, die x beinhaltet. Die Formel kann sein für alle y, nicht y-Element x, das würde die leere Menge beschreiben. So, dann kann man über diese Menge reden. Und man kann dann auch Aussagen zeigen über die von diesem definierten Deskriptor angegebene Menge. Aber Aussagen darüber kann man erst dann zeigen, wenn man tatsächlich bewiesen hat, dass eine eindeutige Menge existiert, für den die Formel wahr ist. Also das ist dann Teil der Voraussetzung von dem Axiom, was einem ermöglicht, über diesen definierten Deskriptor Aussagen zu treffen. Das ist die Syntax. Es gibt hier noch ein paar Hilfsdefinitionen. Es gibt hier eine Funktion, was Variablen ersetzt in Formeln. Und für Mengentheorie sind hier schon ein paar Sachen vordefiniert. Und zum Beispiel existiert in. Das hier ist eine Abkürzung. Man bekommt da einen Variablennamen, man bekommt einen Term und man bekommt eine Formel. Und dann sagt man, es existiert ein x, für das gilt, das x ist Element von y, ist irgendeine Menge, und es gilt phi, wobei phi sollte dieses x beinhalten. Und muss nicht, aber wäre sinnvoll. Zweites Modul. Und hier stehen die Axiome drin. Erstmal dem Hilbert-System und von Mengentheorie. Und diese Axiome, die geben hier alle einen Wert vom Datentyp Proof aus. Und so ein Proof beinhaltet zweierlei Sachen. Einmal die Formel, die bewiesen worden ist. Und zweitens, wie diese Formel bewiesen worden ist. Es gibt dort, das ist hier Validity Reason. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder die Formel war ein Axiom, beziehungsweise Instanz von einem Axiomenschema. Zweite Möglichkeit, wir haben Modus Ponens angewendet.
Und dritte Möglichkeit, wir haben diese Generalisierungsregel verwendet, dass man für alle Formeln, die man bewiesen hat, kann man auch noch ein Exist für ein für alle Quanten davor schreiben und die Formel ist immer noch gültig. Und die Axiome sehen dann folgendermaßen aus. Wir haben das erste Axiom, wir haben das zweite Axiom gesehen. Phi impliziert, Psi impliziert Phi. Und das kann ich hier einfach so hinschreiben. Das ist, aus diesem Axiomenschema wird eine Funktion, die zwei Formeln nimmt und die gibt dann einen Beweis zurück, dass Phi impliziert Psi impliziert Phi. Hier gibt es noch diese Hilfsfunktion Axiom. Die ist recht einfach. Dieses Axiom, das erzeugt einen Proof. Schreibt in dem Proof eine Formel rein, die übergeben worden ist. Und als Reason wird angegeben, dass es ein Axiom ist. Modus ponens schaut folgendermaßen aus. Wir bekommen einen Beweis von Phi impliziert Psi. Wir bekommen einen Beweis von hoffentlich dann der Aussage Psi. Und wir geben einen Beweis zurück von der Aussage Phi. Und dazu überprüfen wir erstmal, was ist die Formel, die von dem ersten Beweis gezeigt wurde. Und das sollte hoffentlich eine Implikation sein. Impliziert. Und wir überprüfen, dass dann dieser Präzedent, die Voraussetzung, übereinstimmt mit der von dem zweiten übergebenen Beweis gezeigten Aussage. Und falls es nicht der Fall ist, dann werfen wir einen Fehler. Und ansonsten geben wir einen neuen Beweis zurück mit der Schlussfolgerung und als Beweis, als Grund für diesen Beweis oder geben wir Modus ponens zurück, wobei wir die beiden Teilbeweise dann noch reingeben. Der Proof ist eine bewiesene Formel mit einem Grund. Ja. Und dann hätte ich das vielleicht Theorem genannt, aber dann sagen wir mal, dann ist die Frage, ob der Grund damit drin ist. Also, also aus der Formel machst du was Bewiesenes und den Grund hebst du da auch noch auf als einen Beweisterm, als eine Konstruktion des Ganzen. Das ist ja alles völlig explizit. Gell? Du hast das P und das Q völlig, da stehen die Aktionen, die Regeln, also da kannst du alle Informationen dann ablesen. Genau. Also das ist dein Proof-Object, dieser Reason. Ja, das ist dann ein vollständiger Beweis. Verwendet dann nur die Axiome, die in dieser Datei drinstehen. Und wie weiß ich, dass so ein Beweis nur die Axiome verwendet, die in dieser Datei drinstehen? An dieser Stelle hilft mir das Modulsystem von Haskell. Ich exportiere hier zwar den Datentyp Proof, aber ich exportiere nicht den Konstruktor von Proof, sondern hier nur diese zwei Getter-Funktionen. Und ich exportiere auch nicht die Hilfsfunktion Axiom. Und dadurch ist sichergestellt, dass jeder Beweis, den dann in meinem Beweisassistenten, der da erzeugt wird von irgendeiner Funktion, die nicht in diesem Modul Axioms ist, die muss eine von diesen exportierten Funktionen aus diesem Modul aufrufen. Anders kann man keine Beweise, keine Werte vom Typ Proof erzeugen. Kann man das in Haskell umgehen irgendwie? Man kann in Haskell natürlich immer den Wert undefined oder error angeben. Und darum ist es wichtig, dass zu man den auch Typen, aber jetzt mal für normale Typen, also strikte Typen oder definierte Typen. Also gibt es da irgendwelche Language Extensions, die das dann umgehen? Irgendwelche Hintertürchen oder so? Also auf der Java Virtual Machine in Scala oder so, da kann man das ziemlich leicht umgehen, weil man dann da irgendwie mit Reflection dann da rumwurstelt. Ich meine, du kannst mit unsafe perform.io kannst du den Arbeitsspeicher schreiben. Okay, aber
Aber jetzt mal innerhalb der Sprache gibt es da jetzt keine. Ich weiß nichts, wie es bequemer geht, als in den Arbeitsspeicher schreiben. Ja, also dass man in der Binärdarstellung irgendwie rumwurst und das ist noch was anderes. Es geht einfacher, wenn du eine Kopie von dem Datentyp anlegst und einen UnsafeCoerth noch. Also UnsafeCoerth könnte ich im Prinzip jederzeit machen im Basket-Programm. Also ich dann, so einen Unsinn muss ich dann unterlassen. Ja. Das ist dann wie OCaml, wo dann auch mit Object Matching oder so kann man. Ja, aber wenn man sich passend einschränkt auf irgendein Subset der Sprache, dann ist es unmöglich. Also man kann relativ klar syntaktisch sagen, ob dieses Programm sicher ist oder nicht. Ja. Und dann haben wir, dass das Typsystem Sound ist. Ja. Ja, okay, das ist so wie das die konsistent ist, das ist die Universalannahme. Ja. Und diese Annahme ist falsch. Wenn man Logik macht, nimmt man auch an. Ja. Die Metalogik ist konsistent. Ja. Ja, nein, ich frage nur deswegen nach, weil ihr es gibt ja fast keine Programmiersprachen, die wirklich so wasserdicht sind, wie man sich das da wünscht. Oder ich weiß nicht, ob es überhaupt welche gibt. Die meisten haben dann doch irgendwelche Hintertürchen, die sehr leicht zu benutzen sind. Also, dass du wirklich das abstrakt kapseln kannst, darum geht es ja. Dass du da nicht sagen kannst, Elabage, geht es doch auf die Repräsentation runter. Also in Scala mache ich das ständig. Wenn ich da irgendwie aus dem Modul was brauche, was nicht exportiert wird, dann gehe ich da mit Reflection rein und stochere da drin rum. Und dann mache ich da ein typisiertes Interface auf diesen Mist und dann... Ja, also in Haskell muss man aufpassen mit Undefined und Error. Und deswegen sollte man schauen, dass man dann manchmal den Beweis einfach vollständig auswertet, um zu schauen, dass da kein Error oder Undefined drin steht. Und das mache ich beispielsweise hier in dieser Funktion checkProof. Da mache ich DeepSec. DeepSec wertet den ersten Ausdruck, also getFormulier, p vollständig raus, geht der rekursiv rein und falls dort irgendwo ein Error lauert, dann wird dieser Error geschmissen und ich kriege einen Fehler. Und ansonsten müsste ich eigentlich den ReasonDeep auswerten. Wird ja alles, oder? Was macht das DeepSec? Was machst du mit dem Reason überhaupt? Dem Reason, den muss ich nicht auswerten. Es reicht doch eigentlich, dass ich die Formel, dass ich einen Teil von diesem Datentypen auswerte. Ja, ansonsten könntest du ja sowas haben wie. Eigentlich würde es ja sogar schon ausreichen, dass man überprüft, ob der Konstruktor richtig ist. Ja. Weil wenn ich den Konstruktor nicht exportiere, dann kann ich schon allein den Konstruktor nicht erzeugen in einem externen Modul ohne die Funktion. Und zwar weil die Funktionen, die du schon exportierst, alle stimmig sind. Ja. Deswegen. Okay. Kannst du bei Induktion über die Sourcen machen und das Reason suchen da? Aber sind die wirklich alle strikt? Zum Beispiel dein Vorkommen von dem Reason uns anschauen. Dein für Modus Ponens zum Beispiel. Beim Modus Ponens? Also hier wird ja der Präzedent überprüft. Ja, der wird und damit wird das vollständig ausgewertet, um zu prüfen, ob das. Genau, ist. Aber Q kann auch sein, dass es möchte, oder? Naja, Q, das so, ist nee, ja auch so, die Formel ausgewertet. Das sind dieses Nicht-Gleich da. Das ist auch strikt, oder? Dieses Nicht-Gleich, also falls es feststellt, in der einen Formel steht an Top-Level eine Konjunktion, in der anderen Formel ein Implies, dann ist schon zu dem Zeitpunkt klar, die sind ungleich, die Formeln. Und man hört auf, aber dann kriegt man ja einen Fehler. Und falls die wirklich gleich sind, dann hat man, um die Gleichheit festzustellen, musste man rekursiv in beide Formeln reingehen und alles nachprüfen. Und damit hat man in diesem Fall die Formeln vollständig ausgewertet. Das ist eine Eigenschaft deines Gleichs, was du da definiert hast. Oder ist das jetzt, wo kommt das her? Ist das das ist gewissermaßen eigentlich von diesem Gleich. Man kann sich ja auch vorstellen, ein Gleich in der Programmiersprache, was erstmal überprüft, sind diese beiden Pointer gleich, zeigen die auch dieselbe Adresse. Und wenn das so implementiert wäre, dass es die Pointer vergleicht, dann wäre das hier, würde das noch nicht sicherstellen, dass das funktioniert.
niemand da irgendwo einen Error reingeschummelt hat. Also zumindest in diesem Formelteil. Aber wichtig ist auch, dass man den Konstruktor überprüft. Also dieses Problem hat man nur in Haskell, weil das eben lazy ist und weil der Keaton Jones irgendwie, weil es jeder gerade Tag dachte, er ist eine gute Idee, der ungerade ist eine schlechte Idee. Oder so. Ja. Also man muss dann argumentieren oder man muss sich hinsetzen, sich von überzeugen. Ja. Oder man schreibt oben ein Strict. Ja, es gibt eine Spracherweiterung Strict Tester. Damit schaltet man Haskell um auf strikte Evaluation, aber ich glaube, in dem Fall würde dann mein Programm eine Endlosschleife laufen, weil ich verwende irgendwo eine unendliche Liste mit Freshen Variablen. Okay. Können wir nochmal schnell den Riesen nachprüfen, wo du den verwendest? Ich habe hier alle Vorkommen suchen. Code kann man doch da mit der Lupe da einfach, oder? Brauchst du nicht, ich weiß auswendig, wo überall der Liste verwendet wird. Nämlich gibt es hier ein Modul ProofScript. Also ich habe gerade dieses Tool angeworfen in meinem Kopf. Und diese ProofScript macht Pretty Printing. Das gibt. Stimmt, du wolltest ja die Übungsblätter dann von ja, dann das ausdrucken. Mein Ziel natürlich, dass ich dann so 50 DIN A4 Seiten ausdrücke. Okay, jede Zeile ist eine Anwendung von einem Axiomen-Schema aus dem Hilbert-System. Und dann soll Matthias die nachprüfen. Ich plane einen DDoS-Angriff auf den Tutor. Muss man die digital abprüfen? Ja, DDoS, wenn ich dann schaffe, noch andere Studenten davon zu überzeugen, dass es sinnvoll wäre, in meinem System. Beweise zu formalisieren. Aber das erklärt das, also du möchtest dann nachher in der Rechenschaft das ablegen, was das System gemacht hat, dann druckst du das aus. Ja. Es wäre vielleicht noch denkbar, dass man das vielleicht an- und ausschalten könnte in dem System, dass man solche diesen Beweis recordet, weil ich vermute, dass das System langsamer geworden ist, dadurch, dass ich jetzt das Ganze speichere. Es wird viel langsamer. Also das ist ja auch so eine alte Story, dass die Leute haben das, ich weiß nicht, wann hat man damit angefangen, in den 60er Jahren, und dann haben die auch so angefangen, und dann hat einer mal gesagt, ja, eigentlich brauchen wir den Riesen ja gar nicht. Ja. Und das ist dann der harte LCF-Approach, wo man sagt, diese Kapselung des Moduls, die reicht uns, und dann tun wir die ganze Metatheorie der Programmiersprache importieren, und dann schauen wir nie an, warum das richtig ist. Ja. Es ist richtig, weil das richtig implementiert ist und weil das Typsystem das alles macht. Und das macht halt den Unterschied, wie groß können deine Beweise werden. Ja. Also das sind dann mehrere Größenordnungen zu. Ich habe noch ein bisschen in die Geschichte eingelesen und das war wohl, als man. Wollen wir kurz erklären, wofür LCF steht? Und LCF steht für Logic for oder Computable Functions. Und das war eine Logik, die hat sich Dana Scott ausgedacht, 69. Und Robin Milner hat sich gedacht, ich möchte diese Logik implementieren und hat dann 72 die erste Version von LCF ausgebracht. Und er war aber nicht so ganz zufrieden mit Geschwindigkeit und damit, wie dieses System erweiterbar ist. Da hat sich gedacht, bestimmte logische Schlussprinzipien kann man doch, sollte man doch den Beweis erweitern können, um diese Schlussprinzipien zum Beispiel. Sollte der Beweiser schon vielleicht nicht hat, ein Beispiel zu geben, warum Erweiterbarkeit gut ist. Wenn ihr beweist, ich habe hier einen Operator, der ist zweistellig und der Operator ist assoziativ, dann denkt ihr euch mental, okay, das heißt, ich kann Ausdrücke mit diesem Operator, kann ich klammern, wie ich will. Und ich kann deswegen auch die Klammern vollständig weglassen, weil es spielt keine Rolle, wie ich klammere. Aber eigentlich bedarf es dafür ja einen formalen Beweis. Und ein Mathematiker würde
ja dann Anwendung von diesem Operator einmal so geklammert und einmal unterschiedlich geklammert. Er würde da einfach ein ist gleich dazwischen schreiben und ihm ist klar, warum das gilt. Mhm. Aber eigentlich bedarf es der Begründung, wenn man das, diese gleiche begründen will, muss man mehrmals die Axiome anwenden. Mhm. Und man kann vielleicht einen Computer beibringen, dass er auch mehrmals das Assoziativgesetz anwendet, um diese beiden Terme umzuschreiben und so die Gleichheit zu beweisen. Deswegen wäre es schön, wenn solche Systeme erweiterbar sind. Also der Bilder wollte der beliebige Programmierbarkeit zulassen, ja, dass man sich so ein Treiberprogramm schreiben darf, was dann die Regeln abfeuert. Genau. Und, aber dann ist natürlich das Problem, wenn ich hier beliebige Programmierbarkeit zulasse, wie stelle ich dann wirklich noch sicher, dass die dass ich letztendlich nur die Beweisprinzipien verwendet habe, an die ich glaube, diese Axiome, und nicht in irgendeinem Modul den Beweiskonstruktor aufrufen mit irgendeiner Formel, obwohl das nicht gerechtfertigt ist, doch ein Axiom und falsch ist. Und wenn ich dann ein Riesensystem habe mit paar tausend Zeilen Code und ich, wie soll ich das sicherstellen, dass all diese Schlussfolgerungen, die ich da treffe, dass die korrekt sind. Und ich will nicht in jeder einzelnen Taktik, die ich manuell schreibe, mir da viele Gedanken machen. Und deswegen haben die da gesagt, ich möchte hier ein Care-Modul haben, wo ein Datentyp von Beweisen drin steht und ich exportiere den Konstruktor nicht. Und ich baue mir die Beweise zusammen in einer Metasprache, Meta-Language, ML, zusammen. Und diese Sprache ML, die sollte dann natürlich die notwendigen Features mitbringen, um eben das zu machen. Also man muss dort Module haben und diese Module, die müssen Informationen verstecken können. Und das war auch, also auch die Geburtsstunde von ML. Hast du die Quellen vom Original NCF mal gesehen? Nein. Also ich habe von der zweiten Version, die Originalquellen, die sind verschollen oder da gibt es irgendwo Papierstapel, aber von der zweiten Version, und da habe ich mir das mal angeschaut, und die hatten gar keine Module, sondern die haben einfach so einen Konstruktor gemacht, der hieß halt Make Theorem, und dann haben die den verschattet im Namensraum. Dann kannst du den sequenziellen nachfolgenden Programm nicht mehr zugreifen. So einfach war das damals. Also es wurde sequenzielles Programm durchgenudelt. Du hast das, die Module bei Haskell sind ja, nee, die sind auch sequenziell, oder? Bei Haskell? Aber innerhalb eines Moduls ist alles gegenseitig. Oder? Ja. Also ja, da war das strikt sequenziell. Und dann kann man schauen, okay, hier dürfen wir Make Serum verwenden und ab hier ist er verschattet, da geht es dann nicht mehr. So einfach war das früher. Also dann war vermutlich die erste Version von ML hatte noch kein wirklich gutes Modulsystem. Die hatte gar keins, die hatte kein Modulsystem. Also es ist frappierend. Aber die Idee war da, dass dieses Verstecken von Informationen wichtig ist. Dass ich irgendwann sage, ab hier ist es nicht mehr möglich, sich syntaktisch auf das zu beziehen, weil es verschattet ist und das ist nicht zu umgehen, diese Verschattung. Okay, es gibt hier das Proof-Script. Können wir uns nachher mal ein paar Beweise anschauen und schauen, wie lang die sind. Aber, also, wenn ich dann hier Beweise bauen möchte aus diesen Axiomen, dann muss ich das ja wie folgt machen. Man kann hier ein Beispiel sehen, nämlich dieses Axiom 1. Es stellt sich heraus, das Axiom 1, das ist überflüssig, weil es lässt sich auch den anderen Axiomen herleiten. Und anstatt dieses Axiom 1 als Axiom zu deklarieren, habe ich mich entschlossen, dieses Axiom 1 hier aus Axiom 2 und 3 herzuleiten. Und das sieht dann wie folgt aus. Man ruft diese Axiome mit Formeln auf und bekommt dann Beweise. Step 1 ist hier also ein Beweis. Step 2 ebenso. Und dann kann man Modus Ponens anwenden auf Step 2 und Step 1. Man verwendet nochmal Axiom 2, nochmal Modus Ponens. Und dann hat man gezeigt,
letztendlich das Phi impliziert Phi. Und das ist ja, so möchte man eigentlich nicht die Beweise schreiben. Wenn man so sieht, schon für so eine einfache Aussage wie Phi impliziert Phi, das sollte ja eigentlich ein Einzeiler sein, muss ich hier die anderen Axiome schon mehrmals aufrufen. Das heißt, man möchte gerne Automatisierung haben und ein paar bequeme Taktiken oder eine andere Sprache, die, in der man Beweise schreiben kann. Und in der Formelsprache gab es da Variablen für Formen nicht, oder? Nee, nein, das ist alles konkret. Das ist alles konkret. Man kann das nicht über. Man kann in der Logik nicht über Formeln sprechen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das wird die Stärke völlig ändern. Mhm. Dann bist du in Logik zweiter Stufe. Das ist alles First Order. Also du musst dir für jede konkrete Formel diese Phi nach Phi Instanz dann erzeugen. Ja. Und also wenn alles fürchterlich groß dann, wenn man da alles konkret rechnen muss. Ja. Und die Beweise dauern auch jetzt nicht irgendwie Sekunden, aber schon merkbar. Ich schätze mal so 30 Millisekunden, ich habe es nicht. Die Generation von heute. 30 Millisekunden. Ich habe da automatisierte Tests, die tun Beweise durchnudeln und checken, ob die stimmen, und man sieht so diesen Counter, wie der hochzählt. Okay. Zwar sehr schnell, aber so, okay. So okay. 10 Sekunden. Das ist eine PDP-Inch, oder? Ja, dann würde es vielleicht Minuten dauern, wenn es auf dem PDP geht. Ich möchte nicht wissen, wie lange. Also ich habe hier auch nicht besonders aufgepasst auf Performance. Da kann man bestimmt noch viel optimieren, gerade was dieses Variablen-Handling angeht. Ich tue dann für ein paar Stellen gehe ich die gesamte Formel durch und schaue, was sind hier die freien Variablen, und gehe dann ständig diese Terme durch. Am besten sind das Variablen, die dann Assembler implementiert. So. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das Beweisen hier funktioniert. Schriftgröße. Ach, das ist schriftlich. Ah, bitte. Das ist kleiner. Und zwar hier. Das hier ist Jupyter. Und ich habe gerade hier diesen Haskell-Code-Block geladen. Das hier ist gewissermaßen GHCI in besser. Weil es gibt Syntax-Highlights und es gibt Codeblöcke, und die kann man evaluieren, wenn man möchte. Und ich habe hier den Kern von dem Beweiser, also Axiome und Syntax, geladen. ProofScript, um dann die vollständigen Beweise auszugeben. Interactive, das sind Taktiken, die es mir möglich machen, bequemer Beweise zu schreiben. Und da gibt es hier auch noch eine Library, welche ein paar Tautologien in First Order Logic beweist. So, und weil ich eben nicht Variablen habe, die für irgendeine Formel stehen, gibt es hier nicht in der Logik, muss ich hier alles mit konkreten Formeln machen. Mhm. Und deswegen habe ich mir hier ein paar mal definiert, ein paar konkrete Formeln, Phi, Psi und Xi, und ein paar konkrete Variablen bzw. auch Terme, weil mit overloaded strings wird das hier auch implizit, sind das auch Terme. Aber ich glaube, Fai, es ist du kriegst eine konservative Spracherweiterung, wenn du endlich viele Formelsymbole einführst oder auch abziehbar oder auch egal wie viele und keinerlei Axiome, die dann regieren. Das ist konstant. Ja, das klingt plausibel. So, wollen wir mal etwas beweisen? Es geht so. Ich gebe Interactive ein. Das führt ein Beweisskript aus und gibt einem dann Feedback dazu. Man gibt erstmal an, was man gerne beweisen würde. Zum Beispiel Phi und Psi impliziert Phi. Und dann gibt es hier eine Taktikmonade, und in dieser Monade kann man Taktiken ausführen, und die
operieren dann auf dem Ziel, was man beweisen möchte, und so kann man Schritt für Schritt den Beweis aufbauen. Aber das hast du nicht erklärt, oder? Das habe ich noch nicht erklärt, ich möchte das erstmal zeigen. Ich führe das erstmal auf. Ich will den ersten Teil bitte ignorieren, dass sie das Age nennt. Wenn ich das hier ausführe, dann bekomme ich folgende Meldung. Finished with one open sub goal. Das heißt, man hat hier noch etwas zu tun, hat etwas zu beweisen. Hier unterm Strich steht, was das Ziel ist, und über dem Strich kommen gleich die lokalen Annahmen, die man getroffen hat. Also ähnlich wie bei natürlichem Schließen. Sieht hier, dieses Goal ist von der Form impliziert. Und bei so einem Ziel kann ich immer das, was ich weiß, aufnehmen in meinen, meinen lokalen Kontext, in meine Annahmen. Also bei Gänstens Kalkül ist das ein Axiom, da hilbert es ja nicht. Ja. Und dabei hilbert es Metatheorem. Ja. Und du hast quasi den Beweis in diesem Hilbert-Theorem, von diesem Metatheorem einprogrammiert. Also oder zumindest den, den computerrelevanten Teil davon ein. Gewissermaßen, ja. Genau. Ich stelle das vor, später noch genau vor, wie das alles gemacht ist. Wow. Intro, Phi und Psi. Was man hier sich auch noch über... Man könnte natürlich diese Abbreviation, diese Abkürzung könnte man auch nehmen, um diesen Phi und Psi zu verstecken hinter einem Namen, dass ich mir immer nicht X-Element S. Dieses Eurozeichen steht für Element von. Dass man hier nicht X-Element S sieht, sondern Phi. So, wenn ich das jetzt einführe und ich werte diesen Block wieder aus, dann sehe ich, ich habe hier eine Annahme in meinem Kontext und mein Goal ist geschrumpft zu, ich muss Phi zeigen. Dann gibt es eine Regel namens Destruct. Und Destruct nimmt den Namen einer Annahme, nämlich Phi und Psi. Und diese Annahme muss eine Konjunktion zeigen. Und dann wird diese Annahme auseinandergenommen in die zwei Teile. Wenn ich weiß Phi und Psi, dann weiß ich auch Phi und ich weiß auch Psi. Und das sind wieder neue Namen für Annahmen. Das sind wieder neue Namen für Annahmen. Das hier auswerte, dann sehe ich meinen Kontext, ist jetzt, ich weiß Phi und Psi, aber ich weiß auch Phi einzeln und ich weiß auch Psi einzeln. Aha. Das hier entspricht wieder einer Regel in Gänsens natürlichem Schließen. Ja. Einer der Linksregel für und. Auf einer Skala von 0 bis Frankreich, wie viel Lisi hast du dich von Koch inspirieren lassen bei der Syntax? Paris. Nee, also der letzte Theorem ist weiter. Das Zeichen entspricht die ganze Zeit, aber das ist auf der Länge. Letzten Theorem. Dieser Strich, ist denn der richtig bemessen hier? Der ist richtig bemessen, ja. Bei Koch ist der, glaube ich, fest. Ja. Das finde ich in dem Aspekt schon mal besser als Koch. Nee, also ich habe der letzte Theorembeweis, den ich verwendet habe, war Lean. Und Lean ist wiederum von Koch inspiriert. Das ist transitiv. Ja. Also weil Lean auch für die Keywords Kleinbuchstaben verwendet, dann nicht kapitalisiert. Naja, aber ich meine, ich könnte das jetzt eh nicht kapitalisieren, weil dann wären es Konstruktoren in Haskell. Ja. Stimmt, wir sind in Haskell, stimmt. Das ist ja monadisch. So, jetzt muss ich Phi beweisen. Und das hier, das ist gerade eine Annahme von mir. Den kann ich schreiben, Assumption, und dann den Namen der Annahme. Und dann bekomme ich zurück, just leeres Tupel. Ja, ist so ein bisschen, eigentlich sollte man da ein schönes Emoji bekommen. Happy, toll, Daumen nach oben, du hast den Beweis gemacht, aber das ist leider nicht. Das sollte noch kommen.
ersten Beweis schafft. Ein weiteres Beispiel. Wir könnten Curry beweisen. Phi impliziert Psi impliziert Xi ist äquivalent mit Phi und Xi. Xi. Danke. Jetzt haben wir dort ein Subgoal. Ja, sieht man fast genau perfekt. Das war kein Pretty Printing, aber das ist jetzt Haskell-Ausgabe, gell? Diese Formel, die kann man so wieder kopieren und in Source reinstecken. Also das ist jetzt Pretty Printed. Ich habe da sogar extra die Show-Instanz nicht deriven lassen, sondern selbst implementiert, damit ich so Sachen machen konnte wie Klammern weglassen, weil impliziert ist, rechtsassoziativ. Ich meine, der Umbruch, also Pretty Printing heißt ja, dass man Whitespace einfügt. Das passiert nicht. Das macht man in Haskell nicht, oder dieses Show leistet das nicht, oder? Ist nicht üblich, aber doch. Also Show Show kann das nicht leisten, weil man in Show nicht weiß, wie groß, wie breit die Aufgabe ist. Ja, das stimmt. Aber niemand sagt ja, dass ich die Show-Typklasse verwenden muss. Ich könnte ja da meine eigene Funktion schreiben oder meine eigene Typklasse. Die Frage, weil ich Haskell nicht gut genug kenne, es gibt da keine Tradition dafür, dass man ein Top-Level hat, wo Werte umgebrochen werden oder so. Das es gibt mindestens 5 Bibliotheken, die das machen, aber standardmäßig ist halt nicht drin. Also es ist ja letztendlich eine Sache dieses Interpreters hier oder dieser Rappel, dieser Deval Print Group, dass die dann die Werte, die ausgegeben werden. Weil du ja unten, dieser Strich, das ist die Top-Level-Ausgabe da unten, oder? Nee, diese Ausgabe, wie hast du denn die gemacht? Das hier ist Put String Line. Einfach. Das ist okay. Das ist Standard Out. Das tust du selber. Dann könntest du da einen Umbruch theoretisch machen. Ja. Oder eine tolle HTML-Ausgabe. Ja, natürlich ist alles möglich. Hier ist vieles möglich, aber das System hat erstmal 1000 bis 2000 Zeilen und ich habe doch vor 2-3 Wochen angefangen. Das vieles nicht implementiert. Es gibt schon Bibliotheken, die das machen. Ja. Ich sollte mir sowas verwenden. Dann gibt es dieses dieses Ist-Äquivalent-Zeichen, das ist kein Konstruktor von unserem Formeldatentyp, sondern auch nur Syntaxzucker mittels der Adresskonstruktion. Und das kann ich mir anschauen mit der Taktik D-Sugar. Dann sehe ich, dass das Subgoal voll explizit. Und das sieht man, das ist eine große Konjunktion. Dadurch verdoppelt sich dein Material. Gell? Und das keine Definitionen machen kannst in dem System, lädt sich das alles fürchterlich auf. Ja. Und um das zumindest ein bisschen in den Griff zu kriegen, dass man nicht alles immer vollständig sehen muss, habe ich diese Abkürzungen eingeführt. Hier muss ich also eine Formel von der Form Phi und Psi zeigen. Wenn ich so etwas machen muss, dann kann ich die Split-Taktik verwenden. Die Split-Taktik macht aus so einem Goal zwei Unterziele. Zwei Subgoals. Das eine Subgoal heißt, ich muss den einen, nennt man das, Konjunkt zeigen. Und das andere Subgoal, ich muss den anderen Konjunkt zeigen. Wenn ich das hier anwende, dann sehe ich auch Finished with two open Subgoals. Und das erste Subgoal ist das, was davor links von dem Und-Zeichen stand. Also, beziehungsweise hier jetzt, der linke Teil impliziert den rechten Teil. Wir haben schon gesehen, wenn wir hier eine Implikation beweisen wollen, dann
führen wir diese Annahmen in unseren Kontext ein mit Intro. Und unsere erste Annahme nenne ich Curry. Und dann müssen wir zeigen, wieder eine Implikation. Und zwar nehmen wir hier PNC, nennen wir das. Dann bekommen wir das hier auch wieder in unseren Kontext. Als nächstes können wir das Phi und Phi and Psi zerlegen mit der Destruct-Taktik, das haben wir auch schon gesehen. Die Destruct-Taktik, die nimmt zwei Namen, wie ich die beiden Annahmen nennen möchte. Und dann haben wir das hier. Und als nächstes müssen wir Z in S zeigen. Das ist die Folgerung von dieser Curried-Function. Weil das hier ist ja Xi. Wir müssen also diese Funktion anwenden. So, und da gibt es jetzt die Möglichkeit. Erste Möglichkeit. Ja. Wir tun eigene Subcodes einführen. Wir zeigen erst einmal, dass Xi impliziert Xi. Bei. Und hier können wir einen Beweis angeben. Was ist bei jetzt Haskell-mäßig? Bei ist eigentlich nur so ein kleiner Taschenspielertrick, würde Makarios es nennen. Ja. Weil es gibt hier auch noch eine etwas anderes bei. Es gibt ja auch noch from. Ja. Wenn ich hier from schreibe, dann kann ich dahinter direkt einen Beweis angeben. Mittels Axiom 8, irgendwas. Ja. Wenn ich bei schreibe, dann kann ich dahinter ein Taktik-Skript schreiben. Okay. Das ist alles eher Lean, gell? Oder ist es ist Reflect? Das ist eigentlich ein bisschen inspiriert von Lean, aber stimmt nicht alles eins zu eins überein. Dieses Helf stammt von SS Reflect. Der Georges Conté hat es von ISA übernommen und ich habe es von Don Sein übernommen. Der hat sich das wohl ausgedacht. Don Sein hat ein Declare-System und Helf eingeführt wurde. Hier diese Annahme, muss ich noch einen Namen geben. Und dann steht hier Finished with three open subgoals. Nämlich, ich muss erstmal meine Behauptung rechtfertigen. Zweitens, ich muss mein Ziel, was ich da hatte, nämlich Xi zu zeigen, muss ich dann rechtfertigen, wobei ich dann diese lokale Behauptung zur Verfügung habe. Und drittens, wir haben ja noch die Rückrichtung. Und wir bekommen hier auch noch den Hinweis, dass wir mit diesem eingerückten Taktik-Skript, das hat dieses Subgoal nicht erledigt. Ist das Fokus auch von Lee, diese Terminologie? Fokus? Ja. Ich weiß nicht. Oder ich habe es so genannt. Dass okay, habe ich auch Fokus, so genannt. Fokus ist, dass man hat dort eine Liste von Subgoals und man kann dann eine Taktik anwenden, aber man betrachtet nur ein Subgoal, nicht mehr das andere. Dann ist es von das vielleicht was so. In ISA intern heißt es Fokus. Oh, dann. Ja, kommt ja wohl vor, dass man vielleicht auf den gleichen Namen kommt. Also, Psi impliziert Psi, wollen wir beweisen. Und das ist ja gerade die Folgerung von dieser gecurryten Function. Gecurryte Function ist ja Psi impliziert, Psi impliziert. Wir können also das hier beweisen, indem wir die gecurryte Function anwenden.
Okay, dann sind wir aber immer noch nicht fertig mit diesem mit dieser Unterbehauptung. Nämlich, um diese gecurryte Function anzuwenden, müssen wir nachweisen, dass die dass der Präzedent die Prämisse, dass das Phi gilt. Also bekommen wir dieses Ziel noch. Aber das war gerade eine Annahme. So, damit haben wir unsere Behauptung haben wir bewiesen. Und jetzt können wir mit unserem Hauptziel weitermachen. Das war ja Xi zu beweisen. Und wir wissen jetzt, dass Psi impliziert Xi. Jetzt können wir das wieder anwenden. Und jetzt, wir haben das ja angewendet. Wir müssen noch rechtfertigen, dass die Prämisse gilt. Aber das hier ist gerade Psi. Okay. Fragen soweit? Ansonsten können wir die Rückrichtung machen. In der Rückrichtung haben wir als erste Annahme die ungecurryte Funktion. Und dann müssen wir beweisen die gecurryte Funktion. Wir haben also Annahmen. Hier gibt es auch eine Listenversion davon. Phi und Psi. Und die Idee ist jetzt, dass wir uncurried anwenden. Das können wir direkt hinschreiben. Dann müssen wir noch nachweisen, dass die Prämisse davon gilt. Also das hier. Und wir haben schon gesehen, wie wir Aussagen der Form und beweisen. Nämlich mit der Split-Taktik. Und damit bekommen wir jetzt zwei Subgoals. Und beide können wir mit einer Assumption erledigen. Wir können also schreiben, Assumption Phi und dann Assumption Psi und damit haben wir das gesamte Theorem bewiesen. Es geht natürlich noch, nur das ein bisschen vielleicht weniger explizit oder anders schreibt. Zum Beispiel könnte man sich meinen, warum muss ich hier explizit angeben, welche der Annahmen genau übereinstimmt mit unserem Ziel. Ich kann ja auch einfach sagen, some assumption, damit sage ich, irgendeine der Annahmen stimmt mit dem Ziel überein. Das funktioniert auch. Ich kann auch das zweite hier ersetzen durch some assumption. Und ich kann hier auch machen, mal gespannt, ob das funktioniert. Das Meinst du repeat? Also replicate M2? Nee, repeat gibt's auch, oder? Ja, das macht man das. Das macht nur die Liste aus. Ah, richtig, ja, genau. Ah, aber ist richtig. Ich meine, das hier kann man ignorieren. Klar, klar, dass Repeat nach zwei Invocations fehlschlägt, weil es gibt kein Ziel mehr. Das sollte vielleicht unterdrückt werden, diese Meldung, aber insgesamt ist dieser Beweis immer noch richtig. Also man darf in einen
In der Taktikmonade hier ja. Darf man nach Kriegen, man den Beweis vollständig hat, beliebiges Zeug hinschreiben und es immer noch, das Zeug immer noch einen korrekten Beweis, diese Taktikmonaden wert. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel danach noch Split hinschreiben würde, dann kriege ich hier eine Fehlermeldung. Okay. Also nochmal rein so taktisch erklären, wie das gemacht ist, diesen ganzen Monadenausdruck. Und bevor ich nervös werde, ich hoffe, deine Taktikmonade Monade ist wirklich eine Monade. Was ist eine Monade? Okay. Nicht so wie bei Matzen beim Frameworks, ne? Nein. Der Marc ist ja heute nicht da, also der hätte da überall Klammern hingeschrieben. Du hast jetzt überhaupt keine Klammern geschrieben. Also wie kriegt man das notationell hin? Ist das ganz elementar? Ja, das ist in Haskell eingebaut. Das ist Monadensyntax. So, Du-Notation ist imperativ in Haskell. Die Du-Notation, da kannst du mal rein syntaktisch nochmal erklären. Also das ich kann mal hinschreiben, wie das umgeformt wird innerhalb von Haskell. Nämlich, man würde da hinter die ganzen Funktionen. Aber das ist doch schon der Whitespace relevant, hinter jeder Zeile oder was? Ja. Okay. Dann, also dieses Du kommt weg. Dann dieses Du. Man hat hier diesen gesamten Block, der wird geklammert. Also so würde das aussehen. Vielleicht kann ich es ausführen. Wir sehen hier auch nicht alle Features von der Do-Notation. Die Notation ermöglicht es auch, Variablen zu binden. Und dann benötigt man dann einen anderen Operator, nämlich diesen hier. Den nennt man auch Bind. Also nein, hier wird das nur benutzt, um implizit eine Komposition dieser ganzen Sachen zu bekommen. Genau. Also eine Blockstrukturierte Komposition. Ja, also das hier funktioniert auch. Dieses andere Du, was da stand, war nur ein Unterblock. Ja. Also das ist das, was der Trick, den du verwendest. Also das ist keine echte Monade, es ist halt nur ein bisschen Notation, um Komposition zu machen. Also die monadische Syntax kann viel mehr, aber du benutzt davon den sequentiellen Teil und den Blockteil. Ja, aber es ist auch denkbar, dass es Taktiken gibt, die irgendein anderes Ergebnis noch zurückliefern. Bloß habe ich hier keine. Ja. Gibt es einen Grund, warum, das wäre nämlich jetzt die Frage, gibt es einen Grund, warum du jetzt statt zu sagen, statt jetzt, also angenommen, wir schauen jetzt mal die Zeile Intro curried an, die jetzt gerade oben zu sehen ist. Ja. Warum ist das jetzt in deiner Syntax nicht curried File Intro, also dass du curried quasi als Variable bindest? Das wäre dann würde ja der Haskell Type Checker gleich checken, ob deine, ob du die Assumptions richtig verwendest. Mhm, richtig. Das ist eigentlich ganz nett. Aber dann könnte ich hier nicht mehr so schön diese Ausgabe machen. Also der Typchecker kann nicht checken, ob du an dieser Stelle Intro anwenden kannst, weil du hast ja nur... Nein, Moment, der Typchecker würde checken, dass im weiteren Proof-Skript die Annahme curried wirklich existiert. Ja. Weil jetzt kannst du einfach hier an der Stelle zum Beispiel curried-Strich schreiben und der Typchecker würde das akzeptieren, dann würde zur Laufzeit der Proof-Checker feststellen, das geht nicht. Genau. Ja. Aber dadurch, dass es ja die Do-Notation ist, wo man auch Variablen binden kann, das könnte man quasi nochmal so ein extra Sicherheitsnetz kriegen. Klar, du kriegst dann immer noch nicht kannst dann natürlich immer noch nicht alles beweisen im Typchecker, aber schon mal mehr. Ja. Also das ist das Evolution of the Haskell. Antwort darauf. Also am Ende ist dann der Beweiser in dem Typsystem drin. Ich habe ja hier eine Funktion, was den lokalen Kontext darstellt und das könnte ich ja nicht machen, falls ich hier keinen Namen für diese lokale Annahme hätte. Du musst dir irgendeinen Namen ausdenken oder irgendwas. Ja, das System könnte sich einen Namen ausdenken, aber das wäre dann nicht mehr so schön. Sowohl einen String Curry hinschreiben, den du aber später nie wieder verwendest, als auch einen Wert zurückkriegen, den du verwendest. Ja, ich könnte das so machen, ja, aber so sieht es ein bisschen doppelt gemobbt aus. Das könnte man vielleicht ein Template-Test befinden. Ja. Und andererseits ist es ja auch so, dass ich muss ja diesen Beweis mal ausführen zur Laufzeit, um festzustellen, ob der wirklich korrekt ist. Ja. Also ist es jetzt nicht besonders... habe ich doch keinen Gewinn dadurch, wenn das... Aber das ist dann ein noch, Argument, das ist ein Argument gegen Typen allgemein, also... Ja. Aber das ist also so mal so weit hergeholt. Ist das nicht also, du hast es ja sehr schön gezeigt, also du hast einen normalen LCS-Prüfer gemacht, aber mit Haskell-Notation für
für diese Komposition. Da würde John Harrison irgendwie Den schreiben oder sowas. Gell? Hast du das gesehen in seinem Buch? Ein großes Den. T-H-E-N. Großbuchstaben. Als Komposition einfach. Sequenziell oder Den-L. Und ja. Du vermeidest das, weil du das. Du nutzt ein kleines bisschen von dieser Haskell, von dieser Mega-Notation, Mega-Framework mit monadischen Notationen, monadischen Kombinatoren. Ja. Der LCF-Prover, der macht halt, der implementiert das meiste eigentlich selber, diese Namensverwaltung. Naja, also innerhalb der Term und der Beweis, der Term der Aussagensprache und der Beweissprache implementiert man selber. Und dann haben im Laufe der Zeit die Leute versucht, das mehr in die eine oder andere Richtung zu drücken. Und bei ISA bin ich in die andere Richtung gegangen, dass ich immer mehr selber implementiert habe. Andere Leute hängen da noch stärker dran an der Programmiersprache. Also du bist ja noch in der Mitte so, also dass du auf der Programmiersprache da direkt so drauf sitzt. Ja. Das hier soll kein großer Beweisassistent werden, sondern das ist eher. Das ist eine Library zum Komponieren von. Ja, das soll auch. Das Ziel ist jetzt nicht, eine Library zu machen, damit andere damit viel beweisen und die in ihren Programmen verwenden, sondern das ist. Das Primärziel ist, dass ich lerne, wie funktionieren LCFs, da Theorembeweise, um das mal gesehen zu haben und zu schauen, was, wie kann man das implementieren, wo muss man aufpassen, wie kann man Performance rausholen und so weiter. Mhm. Ja, man muss sich damit einmal rumgeschlagen haben, mit dieser ganzen variablen Geschichte, um dann zu wissen, welche Fallstricke gibt es, was muss ich vermeiden. So, dann möchte ich lernen, wie das alles implementiert ist. Dazu ist es ganz gut, wenn man hier einen Zwischenschritt macht. Diese Axiome in dem Hilbert-System, diese logischen Axiome, P1, P2 und P3, kommen die jemandem bekannt vor? Ja, aus einem anderen Kontext vielleicht. Dann muss man die richtigen Buchstaben hinschreiben, gell? Dann kommt es einem sofort bekannt vor. Ach so, ja. Nämlich, es gibt diese Sache namens kombinatorische Logik. Es gibt ja Lambda-Kalkül, unten 30er Jahre, und der Lambda-Kalkül hat Variablen und damit kann man logische Aussagen beweisen. Aber dann haben Logiker namens Schütt-Finkel und Haskell-Curry haben herausgefunden, man braucht eigentlich gar keine Variablennamen, um Logik zu machen. Sondern es reicht aus, wenn ich Terme habe, I, K und S, oder SKI, normalerweise andersrum, aufgeführt. Und ich habe diese Terme und diese Terme, die kann ich anwenden auf andere Terme und die genügen bestimmten Rechenregeln. Also wenn ich diesen Term I, diesen Kombinator I anwende auf irgendwas, dann bekomme ich dasselbe raus. Das ist also I wie Identität. Dann gibt es den Kombinator K. K nimmt zwei Argumente x und y und gibt das erste Argument zurück, das x. K wie konstant. Und dann gibt es noch diesen Kombinator S. S nimmt drei Argumente, x, y und z. Und dann wendet er an, x auf z, x wird angewendet auf z und das wird wiederum angewendet auf y, angewendet auf z. Das hier kann man lesen, wie es eine Verallgemeinerung von der Funktionsanwendung. Funktionsanwendung von x auf y, aber dieses x wird nochmal dazu angewendet auf so ein drittes Argument z, und dieses z wird auch erstmal in dieses y reingesteckt. So, und man kann zeigen, dass man jeden Lambda-Term. Für jeden Lambda-Term gibt es einen äquivalenten Term, der nur
aufgebaut ist mit aus diesen Kombinatoren I, K und S. So, und damit mit diesen drei Kombinatoren kann man alle Sachen machen, die man mit Variablen so machen will. Man möchte vielleicht Variablen zurückgeben. Dafür gibt es das I. Man möchte Variablen ignorieren. Dafür gibt es das K. Und man möchte Variablen durchreichen an irgendwelche Unterausdrücke. Dafür gibt es das, dieses S. Und da gibt es jetzt auch auf Wikipedia sind hier Regeln angegeben. Wie kann ich den Lambda-Kalkül übersetzen in SKI-Kalkül? So. Also, diese Hilbert-Logik, die verwendet SKI als einen Teil von ihr. Aber eigentlich bin ich ja funktionaler Programmierer. Ich kenne mich viel besser aus mit dem Lambda-Kalkül. Ich würde gerne meine Beweise lieber schreiben im Lambda-Kalkül. Deshalb wäre es doch schön, wenn ich eine Übersetzung hätte von Lambda-Kalkül in dieses SKI. Und diese Übersetzung habe ich mir geschrieben und die ist hier in dem Modul Lambda Embedding drin. Das hier ist ein Datentyp, der Terme im Lambda-Kalkül ein bisschen erweitert. Aber ich habe hier Abstraktion, also Lambda X, und dann bekomme ich hier noch einen Typ, beziehungsweise eine Formel ist in diesem Fall mein Typ. Das bindet eine Voraussetzung. Wenn ich dann also sowas beweisen möchte, wie Phi impliziert Phi, dann kann ich schreiben LC-Abs, das hier ist Lambda X, und X ist eine Variable von Typ Phi, und ich gebe zurück die Variable X. Dann lässt sich das hier auffassen als Beweis von Phi impliziert Phi. Und da können wir prinzipiell auch aufs Haskell-Typsystem zurückgreifen für das Anführungszeichen X. Also statt das vielleicht könnte man das, aber ich wollte es nicht komplizieren. Nee, muss ja nicht, aber also statt so einen Wahrnehmer da reinzuschleifen, könntest du auch sagen, dass LC Abs halt eine Funktion als Argument ist. 3, 2, 1, los! Also es gibt hier Abstraktion, es gibt Anwendung von Termen und es gibt Variablen. Außerdem kann man hier direkt Beweise, die man aus diesen Axiomen bekommen hat, in diesem Modul, die kann man auch direkt einbetten in den Lambda-Kalkül. Und dann gibt es hier noch zwei weitere Sachen. Man kann auch abstrahieren über Terme. Aber wenn man dann eine Formel der Form for all, also all Quantor x beweisen möchte, dann kann man diese Konstruktion hier dafür verwenden. Das ist so ähnlich wie in System F, also dem polymorphen Lambda-Kalkül, dem großen Lambda, mit dem man über Typen abstrahieren kann. Und dazu gibt es auch wieder ein Gegenstück, nämlich wenn ich eine Aussage habe der Form für alle x gilt bla bla bla, dann kann ich in dieser Aussage kann ich die instanziieren für einen speziellen Term. Und dafür gibt es noch diesen Konstruktor. Es gibt hier wieder ein paar Pattern-Synonyme, mit denen kann man ein bisschen in schönerer Syntax Lambda-Terme schreiben. Ein Beispiel dafür wäre hier in dieser Logik-Library. Hier ist auch ein Beweis von Komposition. Xi impliziert Xi, dann und Phi impliziert Psi, dann impliziert Phi auch Xi. Ja. Hat Matthias das schon gesehen?
Das weiß ich nicht. Hm. Du meinst die Reihenfolge? Ja, natürlich meine ich die Reihenfolge. Also das hier kann man als Lambda-Term schreiben. Ich dachte, das ist richtig, aber ich kann sie dabei ausdrücken, dass sie überschreiben. Okay. Also man hat hier einen Lambda-Term und man bekommt ein F von diesem Typ und der wird abgebildet auf folgendes. Man nimmt dann ein G von diesem Typ. Das wird abgebildet auch. Man bekommt ein X von dem Typ Phi und dann wendet man an. F wird angewendet auf G von X. Warum kann dieses Syntax-Highlighting eigentlich nicht so richtig machen? Das kommt bei der nächsten Vorlesung. Kann dann auch drei Doppelpunkte. Mama könnte, sollte da ein Pull-Request schicken an Visual Studio Code oder wo auch immer die ihre Syntax-Highlighting-Files herhaben. Ich meine, das ist ja in Haskell echt nicht schwierig, ja. Ja. Ich hätte vielleicht auch eine andere Notation verwenden sollen, statt dieses 3 Kolon, weil 2 Kolon werden halt für Hatch-Typ verwendet. Aber genau das meine ich ja auch hier, so Hatch-Typ. Ja. Wenn jemand hier bessere Vorschläge hat, wie man das machen kann. Wäre cool. Völlig wilde Unicode-Zeichen verwenden. Ja. Und dann irgendwie so ein Font, der da so Emojis verwenden. Ne? Aber welche Emojis dann? Fragen wir mal. Also vielleicht für diesen wird zugeordnet auch, falls vielleicht gibt es so ein schönes Handzeichen. Das wäre schon ein. So, und dann gibt es hier diese Funktion Translate. Die ist in Lambda-Embedding definiert. Und Translate, das hier ist eine etwas verbose, weil auf jede mögliche Form von Error checkende Übersetzung oder Abschrift von diesen Regeln, welche in Wikipedia stehen. Und zusätzlich musste ich mir ausdenken, wie gehe ich damit um, wenn ich eben mit den anderen Fällen umgehe. Also eingebettete Beweise, das ist ziemlich einfach. Aber wie gehe ich mit solchen Abstraktionen über Terme und Anwendung auf Terme um? Das ist ja auch noch mit dabei. So. Aber man möchte ja vielleicht auch nicht alle Beweise als Lambda-Terme hinschreiben, weil es halt schon ganz komfortabel, wenn man so Schritt für Schritt die Annahmen einführen kann in den lokalen Kontext und dann sieht man, was man hat, was man noch beweisen muss. Also man möchte solche Taktiken haben. Und das wird gemacht hier in zwei Dateien. Erstmal Hectic Monad. Hier ist die Monade definiert, die übrigens eine echte Monade ist. Und dann gibt es die Datei Tactics, die exportiert hier eine ganze Latte von Taktiken, die man verwenden kann. Wir haben hier ungefähr ein Drittel davon gesehen, schätze ich. Also erstmal, wie schaut diese Taktik-Monade aus? Hier ist sie. Und wir sehen, das hier ist Monad Transformer State T und das wrapped die Exception Monade. Da können wir Taktik Exceptions werfen. Das heißt, Taktiken können fehlschlagen und solange sie nicht fehlgeschlagen sind, haben sie einen Zustand, den sie mit sich rumschleppen. Schauen wir uns jetzt an, wie dieser Zustand aussieht. Und Ingo, du stimmst ein, ja, dass das hier eine richtige Monade ist. Ja, ich stimme zu. Stimmst du zu? Ja. Du solltest normalerweise auch noch diese Instanz auslesen, aber. Habe ich ja vielleicht schon gemacht. Sehr gut. Die Zahl mit Fällen habe ich überlesen. Ja, die sollte da nicht da sein. Also 1 oder 0 Ergebnisse kommen da zurück und bei 0 Ergebnissen kommt irgendwo noch eine Fehlerinformation.
ja, genau, bei null Ergebnissen kommt noch Fehlerinformation zurück. Bei einem Ergebnis kommt auch noch ein Zustand zurück, dieser finale Zustand. Hectic Exception ist langweilig, vielleicht bohre ich den Datentyp irgendwann noch auf. So, wie schaut dieser Zustand aus von unserem Beweis? Wir haben hier Proof State und das besteht aus drei Teilen. Der uninteressanteste Teil ist Proof Log. Das ist einfach eine Liste von Strings und das sind mögliche Fehlermeldungen oder Warnmeldungen, die es in dem Beweis gegeben hat. Wir haben da vorhin gesehen, haben wir eine Warnmeldung bekommen, als wir ein Claim, was wir gemacht haben, als wir das nicht vollständig bewiesen haben. So. Zweiter Teil von unserem Beweiszustand. Wir haben eine Liste von Subgoals. Was ist ein Subgoal? Steht hier. Ein Subgoal, das hat ein paar Assumptions. Das ist dieser Datentyp. Und Assumptions, eine Liste von Tupeln. Und jedes Tupel hat einen String. Also, das ist ein Name von unserer lokalen Annahme in diesem Kontext. Und eine Formel. Was für ein Typ hat diese Annahme? Was beweist diese Annahme? Und dann gibt es hier ein Claim, und das ist eine Formel, und das ist das Ziel in unserem Subgoal, das, was wir beweisen möchten. So, und dann gibt es hier noch das Wichtigste, eine Funktion constructProof. Und dieses constructProof, das soll Folgendes machen. Wir haben ja hier dann unseren Zustand von ProofState und in diesem ProofState sind ein paar Subgoals gegeben. Und die Behauptung ist, wenn wir Beweise von all diesen momentanen Subgoals haben, und zwar können wir diese Beweise annehmen in Form von Lambda-Termen. Also LC war ja der Datentyp der Lambda-Terme. Diese Beweise von diesen Subgoals können wir annehmen als Lambda-Terme. Dann muss es doch möglich sein, aus diesen Lambda-Termen, die unsere Subgoals beweisen, einen großen Lambda-Term zu machen, der unser ursprüngliches Ziel, mit dem wir gestartet sind, also die Aussage wie vorhin zum Beispiel, dass wir eine Äquivalenz haben, gegeben durch Currying. Und diese Funktion soll dann einen Lambda-Term erzeugen, der eben unser Hauptziel, mit dem wir gestartet waren, beweist. Also du bist mit deiner Taktik rückwärts. Was brauche ich noch, um das fertig zu machen? Und das ist dann der Vorwärtsbeweis, wenn das fertig ist, wie wird daraus das Endergebnis gemacht. Ja. Ich habe heute gesehen, das wurde an einer Stelle als Proof Continuation bezeichnet. Das hast du auch wurde Hast du das aus dem Buch entnommen? Aus dem dicken Ja, Buch? Das steht auch in dem Buch von Harrison. Ja. Also der Harrison das beschreibt in einem Paper, was ich heute gelesen wird, da steht, dass damit diese Möglichkeit, diese Continuation zu schreiben, das hätte wohl Paulson erfunden. Nein, das hat der Milner erfunden und Paulson ist darüber hinausgegangen. Paulson hat dann also Isabelle gemacht, dafür wird es anders internalisiert, dieser. Da gibt es nicht diesen Doppelweg, da gibt es nur einen Weg. Und das ist, also außerhalb der Isabel-Community weiß das keiner. Also jeder macht das so, weil es auch in den Büchern da drin steht, aber das ist eigentlich ein altertümlicher Weg. Du kannst also diesen Rückwärtspfeil kannst du in die Logik internalisieren und das spart unglaublich viel Ressourcen und auch Erklärungsbedarf. Aber das ist schon richtig, das ist das Milnersche taktische Beweisen. Ich mache Funktionen, die gehen rückwärts und ich hebe mir auf die Information, wie muss ich dann vorwärts nachher schließen. Und wenn ich ganz fertig bin, ratter ich das alles durch. Und dann hast du diesen Abschluss eines Beweises, wo der unglaublich heiß läuft. Ich weiß nicht, wie das bei dir dann? Das sind die 30 Millisekunden da, oder? Insgesamt laufen meine Unit-Tests in so vielleicht 2-3 Sekunden, da ist noch nicht heiß. Also du hast sehr kleine Beispiele. Ja. Das ist, glaube ich, bei Cock auch so zu sehen, wenn du das QED machst, dann läuft der da ziemlich heiß.
Und das passiert bei Isabel nicht. Weil du in jedem Schritt schon alle Informationen eigentlich hast. Also du kannst diesen Pfeil LC-Liste auf LC in die Logik internalisieren. Und das hat halt Paulsen sich ausgedacht 1986. Ja. 80. Das ist geheim, streng geheim, das weiß keiner. Ja. Dann möchte ich noch zeigen, die Beispiele anhand von einer oder zwei Taktiken, wie die Taktiken jetzt funktionieren. Vielleicht Split sieht aus, als wäre es einfach. Wir erinnern uns, Split kann man anwenden, wenn man ein Ziel von der Form und hat. Das wird dann zerlegt in, man muss erstmal den einen Konjunkt zeigen und dann den anderen. Da wird Folgendes gemacht. Das ist eine State-Monade. Wir holen uns in der ersten Zeile den aktuellen Zustand. Dann schauen wir nach, was sind die aktuellen Ziele, die wir beweisen wollen. Falls es kein Ziel gibt, sagen wir fehl. Falls es mindestens ein Ziel gibt, und das erste Ziel ist von der Form Phi und Psi, dann geben wir hier erstmal das hier zurück. Und falls das erste Subgoal nicht von dieser Form ist, dann schlagen wir auch fehl. Das heißt, an dieser Stelle können wir ausgehen, dass der erste Subgoal von der Form Phi und Psi ist. Und hier machen wir das Folgendes. Wir ändern den Zustand wie folgt ab. Die aktuellen Ziele sind jetzt folgende. Man hat erstmal ein Subgoal, man möchte Phi zeigen, von den gleichen Assumptions wie gerade eben. Man möchte Psi zeigen, den rechten Konjunkt, von den gleichen Assumptions. Und dann hat man noch restliche Ziele. So, und dann gibt es hier die Funktion Construct Proof. Das hier ist etwas Syntaxzucker, dieses Lambda Case. Man bekommt da als Argument dann also eine Liste von Lambda-Termen, die die Subziele, die Subgoals beweisen sollen. Man bekommt also einen Lambda-Term, der Phi beweist, einen, der Psi beweist und dann noch weitere Lambda-Terme, die die anderen Subgoals beweisen. So, und als erstes bastelt man aus diesem Phi-Proof und dem Psi-Proof einen Beweis von ne, Phi und Psi. Und das geht folgendermaßen. Man verwendet den LC-Proof-Constructor von unseren Lambda-Termen, um das Axiom AND-INTRO, das ist folgendes, das Axiom von dieser Form, um Phi und Psi zu beweisen, Phi und Psi kann man Phi impliziert, Psi impliziert, Phi und Psi. Also das hier können wir dann so anwenden auf den Beweis von Phi und den Beweis von Psi. Und das ist dann insgesamt ein Lambda-Term, der beweist Phi und Psi. Und diesen Lambda-Term, den geben wir weiter an die Construct-Proof-Funktion von unserem vorherigen Zustand, den wir genommen haben. Da sagen wir also, du weißt, wie jetzt weiterzumachen ist. Continuation, ich übergebe dir diesen Proof-Beweis von Phi und Psi und die anderen Beweise. Und nach demselben Prinzip funktionieren die anderen Taktiken. Mhm. Vielleicht auch noch ganz nett. So, ich habe hier also diesen Lambda-Kalkül eingebettet. Ich kann hier auch direkt an manchen Stellen solche Lambda-Terme an verwenden.
Wir hatten ja an dieser Stelle, war das etwas mühsam, dass wir die Richtung von links nach rechts von Curry. Und wir wollten hier dieses Xi zeigen und dazu wollten wir diese gecurryte Funktion anwenden. Und da war es so ein bisschen hinderlich, dass wir erstmal diese Hilfsbehauptung Psi impliziert Xi, also den die Folgerung von dieser gecurryten Funktion beweisen mussten. Stattdessen können wir auch einen Lambda-Term angeben mit exact, der unser Ziel löst. Nämlich Psi implies Xi. Den Lambda-Term wenden wir an. Erstens auf unsere lokale Annahme, dass Phi gilt. Und zweitens auf unsere lokale Annahme, dass Phi gilt. Und das sollte uns dann Beweis auch erledigen. Curry heißt das. Curry, ja. So, ich habe versprochen, dass wir uns auch noch so Beweise anschauen können. Dann nehme ich mir mal hier einen Beweis aus dieser Logik-Bibliothek. Ich habe hier schon Sachen bewiesen wie Currying, dass oder kommutativ ist, assoziativ, selbe für und, Distributivgesetze für und oder, ein paar Charakterisierungen für Falschheit. Hier LEM, Law of Excluded Middle, weil die Logik ist klassisch. Und dann auch noch die De Morganschen Regeln. Und hier sind auch noch ein paar Taktiken, die ganz nützlich sind. Kann man hier auch die Morgan nochmal anschauen? Hier übrigens, das ist Checkproof. Das hier ist ein Kommentar, der beginnt mit, der hier mit so drei eckigen Klammern beginnt. Das heißt, diese Zeile Code, die kann man auch in, die kann man ausführen in Haskell. Und es gibt ein Tool namens DocTest in Haskell, das nimmt all diese Kommentare von dieser Form im Quellcode und führt die aus und schaut, dass dann auch das hier dabei rauskommt, was hier unten steht, nämlich keine Ausgabe. Und mit diesem Tool DocTest überprüfe ich, dass all diese Beweise, die ich hier führe, dass das tatsächlich Beweise sind. Das wird gebraucht wegen der Nichtstriktheit? Also ja, ansonsten ist das hier nur eine Funktion, die behauptet, die wenn du mir zwei Formeln gibst, dann gebe ich dir einen Beweis zurück. Aber wenn ich diese Funktion nicht ausführe, dann kann die ja auch falsch sein. Auf was wendest du die dann an? Ist gemacht. Also ich werde hier viel, wenn ihr die auch hier konstant an. Ja, das ist genauso wie gerade eben. Hier oben hat man so Setup. Achso, okay. Und damit das grundiert das Ganze, dass du Grundwerte rauskriegst, also Grundinstanzen. Ja. Also es wäre schon nett, wenn man so einfach Formelkonstanten hätte, um das zu testen, aber ja, vielleicht mache ich das irgendwann. Und übrigens deine drei Formeln hier, die zumindest wenn du noch das S immer ersetzen würdest durch eine andere Menge, durch eine andere Mengenvariable, die sind dann schon sehr, sehr nah dran an der generischen Formel. Also wenn du volle Komprehension hast, dann ist es genau gleich zu üben.
wollte mal so einen vollständigen Proof, also so eine Liste von Aktionen oder von Aussagen, wobei die immer aus den Schlussregeln folgen und den darüber stehen. Mal zurückgehen auf die Library. Also der tiefere Grund, was da passiert ist. Also du hast ja nur Grundinstanzen in der eigentlichen Formelsprache. Ja. Die Abstraktion, also die Regeln, bringst du ja in die Metasprache rein. Genau. Und um das zu checken, musst du es grundieren und dann nimmst du dieses externe Tool. Ja, aber dieses externe Tool tut auch nur Haskell-Ausdrücke auswerten. Mhm. Und dann checken. Ja, aber es ist so eine Meta. Hier könnte ich auch irgendwas hinschreiben und dann würde dieses Tool checken, dass die Ausgabe von diesem Haskell-Ausdruck das hier ist. Also das sind ja eigentlich Regeln, was du da baust. Also eine Regel ist in dem alten ECF-Sinn eine Funktion. Wieder unten so zwei Formeln und dann kommt ein Resultat raus, ein Beweis. Und die möchtest du zum Checken auf Beispiele anwenden, damit du deine Library dann überprüfen kannst auf diese Weise. Ja, ja, da, dadurch ist natürlich noch nicht garantiert, dass es für alle genau, Formeln sind Beispiele, das gilt. Ist so, nicht so eine Art Test. Ja, ja, aber ich mache hier auch keine Fallunterscheidung. If wie gleich genau. X. Also wenn ich so etwas machen würde, dann wäre es natürlich nicht davon auszugehen, dass es reicht, das auf diesen Beispiel zu testen, aber da genau. Das hier so etwas nicht beinhaltet, ist auszugehen, dass es für alle Phi gilt, oder zumindest vielleicht für alle Phi, die eine bestimmte Variable nicht beinhalten oder so. So. Dann können wir mal. Von was wollt ihr den Beweis sehen? Vielleicht ja, den Morgen? Ja, gesehen. Also, den Morgen? Nee, ich meine, es ist ein vollständiger Beweis. So, ja, okay. Den Morgen als A vielleicht. Wie sollte man das nennen? Beweiszertifikat oder so? Beweis. Diese Reason, diese. Also, es ist halt schon das Proof-Objekt oder der Proof-Term nennt man das. Proof-Objekt oder Proof-Term. Also, den Morgen 1a, wir nennen das an auf Phi und Psi. Das hier sollte uns einen Beweis liefern und dann müssen wir noch diese PrettyPrint-Funktion aufrufen. Ich muss mal schauen, wie ich die genannt habe. PrettyPrintProof. Gibt es ein Auto? Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist nicht allzu schnell irgendwie. Liegt das jetzt an Jupiter oder? Das hier gibt es auch so ein bisschen Rendering-Probleme. Aha, ich weiß nicht, ob das jetzt an Jupiter liegt oder ob das vielleicht an Firefox, an meiner Nightly-Version liegt. Das ist ja wie hier bei. Also das hier will man vielleicht lieber in GRCI ausführen. Ich mache mal GRCI offen. Das ist wie bei Burba Key, wo man dann also. Nach 10 Seiten kann man dann das ausdrucken und dann sind das. Ist halt nicht gemeint. Ist gemeint. Ja. Okay, das soll vielleicht das hier wegmachen. Vielleicht. Aber das ist so ein Standard, eine Standardattacke auf so ein Prover, dass man das ausdrucken möchte, was viel zu groß ist. Ja. Aber wir müssen hier jetzt Phi definieren. Ja, aber es fehlt noch LED. Oder ist das heutzutage nicht mehr? Das ist auch nicht mehr. Ah, krass. Hast du darüber nicht schon was hier erstaunt von Frau? Kann sein. Okay, jetzt das gleiche. Bitte, print proof. Wie geht das? Geht von mir hin. Nein. Ah, warum die Morgan als A? Oh, was ist jetzt los? Morgen drückst du da, aber ist egal, auf jeden Fall. Warum mach mal die Morgan 1? Okay, nicht. Ist noch krasser? Okay. Wir sind schon, das geht schon ein bisschen schneller. 764 Zeilen per Proof-Script. Ja. Ja, das ist der Proof-Term. Das ist der Proof-Term. Nee,
Doch, das ist der Term. Der besteht also nur aus MP, das ist die Applikation. Und Aktion. Und aus also hier steht man Konstanten. Ah. MP und Aktion. Genau, also die Aktion sind Konstanten, deine du vorgibst. Und die kannst vielleicht du kombinieren, die kannst du mit Applikationen verwursteln. Ich hoffe, das sieht man noch so ein bisschen. Also man sieht hier links ist die Zeilennummer und dann steht in der zweiten Spalte steht eine Begründung. AX steht für ist Axiom, MP Modus Ponens und dann stehen die Zeilennummern von den beiden Beweisen dran, auf die man Modus Ponens angewendet hat. Und sowas prüft dann Matthias. Sowas sollte dann Matthias prüfen, ja. Ja. Matthias kann natürlich auch ein Programm schreiben, das zu prüfen. Also die Informatiker haben eine Vorlesung Logik für Informatiker. Ja. Und die Vorlesung ist nicht gut, aber das tut das nicht. Man könnte bei denen, man könnte doch so ein paar Informatiker in dieses Tool in die Hand geben. Ja. Und es gibt da so ein paar Tutoren, die wollen, die beschweren sich immer, dass man Sachen nicht zeigt, die eigentlich schon gezeigt sind. Ja. Und damit könnte man das umgehen. Und eine Voraussetzung in dieser Vorlesung, dass eine Herleitung als Herleitung gilt, ist, dass am Anfang der Zeile eine natürliche Zahl stehen muss. Ja. Also wenn man mal eine Beschriftung vergessen hat, dann darf man noch nicht 1.11.a hinschreiben, weil das dann ist die ganze Herleitung 0 Punkte wert. Und das wäre halt hier auch gegeben. Ich weiß nicht, warum ich in meiner Logiklausur so eine schlechte Note habe. Alles, was du da machen müsstest, ist, du müsstest deine Modus Ponens Zeilenangaben auf die rechte Seite packen, aber das ist halt nicht so schwierig. Ja. Ja, das ist wichtig. Ja. Ja, weil sonst ist es kein Beweis. Ja, klar. Also das ist ja auch aus dem Hilbertschen System, dass man sagt, eine Herleitung ist so eine Sequenz, eine Sequenz ist eine lineare Abfolge von Zeilen. Ja. Die so aufgebaut sind, das stammt aus der Hilbertschen Erklärung, oder? Und das ist ja so ein bisschen vorinformatisch, weil die Leute damals halt mathematisch erklärt haben, wie kann man das realisieren, wie kann man das implementieren. Und das machen wir heutzutage natürlich ein bisschen besser. Und dass man sozusagen diesen Trace hier, diesen Hilbertschen Trace noch erzeugt, ist ja eigentlich überflüssig. Sozusagen historisch interessant. Aber eigentlich ist das nicht der Beweis. Ja. Ich habe mich vorhin schon verplappert und habe gesagt, den Beweis haben wir schon gesehen. Das war diese Funktion, die den erzeugt. Ja. Das ist näher am eigentlichen Beweis dran, weil das die Idee des Beweises. Das stimmt, aber ich meine, einen Compiler zu schreiben, der einfach nur die Eingabe zurücknimmt, das ist ja auch irgendwie näher an dem Computerprogramm, so wie der Mensch sich das ausgedacht hat. Das ist ja uninteressant. Ja. Compiler ist interessant, wenn er in eine Maschinensprache übersetzt, also in irgendeine andere Sprache, andersartige Sprache, die andere Konstrukte verwendet. So ein Implementierungsdetail, ja. Weil ich das so schichtenweise aufbaue. Aber das hast du auch schön gezeigt, wo man, also diese Hilbertsche Assembly Code, der da ganz unten ist, und dann macht man sich so Schichten drüber und kommt dann irgendwo an. Wobei natürlich, das ist nicht für Maschinen gedacht, sondern dieses Hilbert ist halt auch irgendwie für Menschen gedacht. Ja, für seine damaligen Kollegen, dass die das verstanden haben. Ja. Aber ist halt irgendwie Prozess. Schon ein bisschen Zielverfehlung. Die wussten ja das noch nicht so genau damals. Ja, weil es gibt ja halt schönere Systeme. Ja. Gänzens natürliche Schließen zum Beispiel, aber soll halt, das Projekt soll halt nicht besonders schön sein, sondern ich möchte dabei was lernen und ich habe gelernt, wie tue ich jetzt Beweise mit Taktiken, die ein bisschen so aussehen wie Beweis mit natürlichem Schließen, wie kann ich die übersetzen in so ein Hilbert-Axiomen-System. Kannst du mal mit XZ drüber gehen, wie viel Informationsgehalt dass die für Redundanz drin ist. Dupliziert sich so und es wird alles immer auf Grundterme. Wo ich das hier mache, es kann ja sein, dass irgendeine Aussage zweimal bewiesen wird, immer ein Beweis. Ich gehe hier auch noch über diese ganzen Aussagen drüber und schaue, ob ich irgendetwas schon einmal gezeigt habe und wenn ja, dann verwende ich das noch. Deswegen hat diese Ausgabe auch quadratische Laufzeit. Ansonsten wäre es natürlich schneller. Also ich glaube, die meiste Laufzeit hier von dieser Ausgabe ist dem zuzurechnen. Also der Beweis geht schon schneller.
du hast ja auch mit dem LCF von Scott angefangen und der hat halt damals das alles sich ausgedacht. Und der Bilder war, glaube ich, einer der ersten, die das dann implementieren wollten. Und jede dieser Phasen, das ging ja dann weiter, dann ging es also Stanford war das, und dann Edinburgh und dann Cambridge und so weiter und dann München. Und man hat immer viele, viele Schichten noch draufgelegt, damit es skalierbar wird und benutzbar wird und so weiter. Aber da kann man wirklich schön sehen, also wie das mal entstanden ist oder wie das im Prinzip mal gemacht wurde. Ja. Die realen Systeme sind halt so TGV-Technologie heutzutage, wo man nicht mehr genau erklären kann, wie es funktioniert. Ich kann es schon erklären, aber das wird eine lange Erklärung. Noch etwas zu diesen Lambda-Termen. Ich habe diese Taktiken auch früher mal in der früheren Version gehabt, dass ich hier nicht Lambda-Terme nehme, die diese Unterziele beweisen, sondern Proofs und dann auch einen Proof zurückgebe. Ja. Und ein Proof von so einem Subgoal sollte dann eine große Implikation sein. Ja. Also sowas wie für jede dieser Assumptions. Also Assumption 1, Assumption 2 und so weiter. Bis Assumption N. Und dann am Schluss sollte das dann diesen Claim beweisen. Aber ich habe festgestellt, wenn ich das alles so mache, dann lädt mir meine Beweisskripte auf. Weil, wenn ich das so mache, dann hat es zur Folge, dass ich alle Assumptions, die ich habe, die schleppe ich immer weiter mit. Und zwar schleppe ich die mit auch rein in die Beweise von Subgoals, in denen ich diese Assumptions möglicherweise nicht mehr brauche. Und erst ganz am Schluss werden diese Assumptions dann vielleicht ignoriert mit diesem K-Kombinator aus SKI. Du müsstest da irgendwie Reduktionen machen. Auf den, ja. Deswegen tue ich erstmal nur so Lambda-Terme zurückgeben und dann kümmert sich diese Translate-Funktion, die Übersetzung von Lambda nach SKI darum, dass wenn in einem Unterfall wird eine Annahme nicht mehr gebraucht, dann wird die da gar nicht erst mit reingeschleppt in diesen Unterfall, sondern davor schon ignoriert mit diesem K-Kombinator. Ja, das ist so alles, was ich sagen wollte. Gibt es noch Fragen? Hast du seinen Vortrag schon formalisiert? ich bin leider nicht so ganz mitgekommen. Formalisieren. Ich kann ja die Frage an den Sandra empfehlen. Ja. Das Projekt ist auf GitHub. Ich würde mich freuen über Pull Requests, auch wenn jetzt nicht mehr der Monat ist, in dem man für Pull Requests sich ein T-Shirt verdienen kann. Ja. Danke fürs Zuhören.